Seit einer Woche läuft die aktuelle Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Fast schon zur Tradition geworden, kann man sich auch in diesem Jahr wieder auf grandiose Musiktalente aus dem wunderschönen Koblenz freuen. Abdul Faisan, oder aber auch Abi genannt, ist 20 Jahre alt und wohnt in Koblenz-Ehrenbreitstein. Ein Leben ohne Musik? Für den Sänger absolut unvorstellbar. Also Musik bedeutet für mich mein Leben. Ich kann halt nicht ohne Musik leben. Also es gibt nicht so einen Tag, wo ich halt nicht mit Musik zu tun habe. Sogar auch, also wo ich arbeite halt. Ne? Ich habe viel, viel, viel mehr mit Musik zu tun als meine tägliche Arbeit eigentlich. Und daran merke ich halt, dass Musik mir viel, viel bedeutet. Und durch Musik kann ich halt die Menschen kennenlernen, weil es gibt ein Sprichwort, Musik verbindet die Menschen. Also Musik ist ein Teil von meinem Herz. Wenn ich halt manchmal traurig bin oder manchmal so irgendwie keine gute Laune habe, durch Musik kann ich mich beruhigen. Das ist wie eine Medizin für mich. Nachdem Abi vor 6 Jahren auf der Flucht aus seinem Heimatland Afghanistan von seinen Eltern getrennt wurde, hat er nun die Hoffnung, seine Familie durch die Teilnahme an der RTL-Show endlich wiederzufinden. Genau, das ist auch der Grund, warum ich halt zu DSDS gegangen bin. Ich will halt meine Eltern finden und einfach die, weil es ist schon 6 Jahre ist vergangen und habe ich halt von denen halt einfach nichts gehört. Und das ist wirklich, ich stelle mir immer jeden Tag dieselbe Frage, ey, wie es denen geht, nur diese eine Frage. Ich wünsche mir einfach, dass einer kommt und sagt, ey, deine Eltern wohnen, die leben, denen geht's gut. Dann bin ich einer der glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wenige Monate nach seiner Ankunft in Deutschland fand der Musiker bei seinen Pflegeeltern endlich ein neues Zuhause. Hier entwickelte Abi die Liebe zur Musik und schnell wurde allen klar, dass es sich lohnt, an dieser Leidenschaft festzuhalten. So kam auch der Vorschlag, an dem Castingformat teilzunehmen, aus den Reihen der neu gewonnenen Familie. Ich war auf der Arbeit, ich habe plötzlich einen Anruf bekommen von meiner Mutter. Ey, hier in der Zeitung steht, es ist Deutschland sucht den Superstar für 2022, also magst du dich halt dorthin zu bewerben? Ich so dann, theoretisch habe ich Lust drauf, aber vor der Jury so irgendwie sich das trauen und so, das ist auch eine Gefühle. Aber komm, lass mal machen. Okay, ich dachte vielleicht, okay, also es gibt vielleicht genügend andere Talenten, die viel, viel besser als ich sind oder so, dann ja. Und dann, es ging es halt einfach und ja, und jetzt, dann habe ich mich bei DSDS halt beworben. Kamerateams, Rampenlicht und eine prominente Fachjury. Für den 20-Jährigen ein neues und aufregendes Erlebnis. Das ist echt, also wirklich im Gegensatz zu meinen Auftritten. Also das ist natürlich, ich dachte so, vielleicht wird es halt so sein, aber ich war noch nie bei irgendeiner Fernseh- oder Sendung. Und das ist halt ja das erste Mal, dass ich halt bei so einer großen Show daran teilnehme. Und es ist alles halt Erfahrung und ich habe noch nicht so viele Erfahrungen. Ich werde die Erfahrung mir halt einfach mitnehmen und mal gucken, wie das halt aussehen wird. Die Kamera ist wirklich, ich meine, ich habe noch nie so solche große Kameras gesehen. Also dachte ich mir, boah, Alter, was ist das denn? Und vor der Jury, das waren halt so eine schöne Gefühle. Also wirklich, die waren ja auch nett und die sind ja auch übelst nett, netter Menschen, wirklich. Also die sind ja auch dafür da, dass sie halt uns unterstützen. Und ich bin denen halt auch sehr dankbar und bin auch sehr froh drum, dass ich den kennengelernt zu haben. Und vor der Jury, das ist halt ein Gefühl so, wenn man wirklich die Musik liebt, dann fühlt man das. Und wenn man das in dieser Gefühle drin ist, dann zeigt man seine wahre Gesichter. Und das ist der Schlüssel von Erfolg. Ich meine, du musst immer du sein, selber sein. Und so kommst du halt weiter. Ob es der Sänger wirklich in die diesjährige Top 25 schaffen wird und somit am großen Auslandsrecall teilnehmen kann, erfahren die Zuschauer am kommenden Samstag. Auch wenn Abi das Ergebnis schon kennt, macht sich die Nervosität so langsam bemerkbar. Ich bin mega
aufgeregt und wirklich so verspannt einfach, so wie das aussehen wird. Oder wenn ich mich halt selber halt einfach sehe, boah, wie ist das denn? Und das ist echt, das ist ein geiles Gefühl auch, aber auch so eine Nervosität ist auch dabei. Wir drücken Abi jedenfalls fest die Daumen und hoffen, ihn noch lange auf seinem musikalischen Werdegang begleiten zu dürfen.